So, hallo, wir machen weiter. Bei Ori and the Will of the Wisps ist es immer noch die gleiche Aufnahmesession. Ich kann immer noch nicht auf Kommentare eingehen. Ich muss ein bisschen, jetzt habe ich gerade noch ein bisschen Zeit voraus aufzunehmen, ne? Deswegen schaue ich, dass ich jetzt ein bisschen was aufnehmen kann. Ja. Also seht mir das bitte nach. Oha! Neuer Baum! Was bekommen wir? Sprint! Okay, das ist wichtig. Natürlich ist das wichtig. Weil das natürlich nochmal einmal mehr... uns, ja. Weil es uns einmal mehr uns weiterbringt in gewisse, bei gewissen Stellen. Hier oben war doch zum Beispiel so eine Stelle, genau. Da war so eine Stelle, da konnte ich nicht rüberspringen. Das kann ich jetzt. Und jetzt komme ich auch an den Schalter daran. Das hatte ich, das war auch noch ein Problem. Ja. Doch, das macht jetzt wieder viele Dinge zugänglich, die vorher nicht zugänglich waren. Und ich sag mal, wenn wir jetzt den Pfeil gerade nicht mehr brauchen, würde ich erstmal wieder das hier auf X setzen. Weil damit kämpfen schon ganz cool ist. Ich habe R vergessen. Genau so. Das war knapp, aber hat funktioniert. Okay, ich kann da nach Dings hoch. Ich kann da rüber, ne? Oh, gerade nicht. Was zur Hölle? Komme ich da echt nicht ran? Nein! Vielleicht von hier aus. So. Was willst du mich verarschen? Das geht. Ja, und wie das geht. Sehr schön. Oh, das hat wehgetan. Oh, nicht der wieder. Wobei, jetzt habe ich die bessere Waffe. Jawohl, genau so. Genau so. Okay, jetzt komme ich hier raus. Sehr schön. Prima. Und jetzt komme ich auch wieder darüber. Genau. Und jetzt müssen wir zurück. Habe ich irgendwas verpasst bisher? Sieht nicht danach aus. Und das war der Anfang von dem... Das war der Start und das ist das Ziel. Von der Geisterprüfung. Aber wo ist der Start? Okay, so wird es nix. Oh, Scheiße. Ach komm, das muss doch funktionieren. Aber erstmal heilen. Oh, man heilt sich doch nicht voll. Okay, man heilt so 3 Punkte gefühlt. Okay, man heilt so um die 3 Punkte. Okay.
Scheiße. Oh mein Gott. Das war sehr unangenehm. So, und jetzt komme ich hier rüber. Genau. Gespräche. Willkommen in Quoloxtal. Hier sind wir nun im... Ah, das ist der Kartenheinz. Aha, gib mir neue Karte. Ja, please. Bergster, du fühlst sogar, haben sich die Dinge hier kaum verändert, seit der Verfall das Land befiel. Yes. Gib mir Karte. Gib mir Karte. Okay, das führt jetzt tatsächlich zum Hauptding. Zur Hauptquest. Okay, ich bin gespannt. Und wie man sieht, wir haben hier unten nichts verpasst. Sehr, sehr gut. Ist jetzt vielleicht auch der Start eingezeichnet? Na, scheinbar nicht. Ich weiß nicht mehr, wo das war, ne? Es ist furchtbar. Aber es muss irgendwo hier gewesen sein, irgendwo da. Oh, sicher, einige Dinge haben sich verändert. Nicht einmal der große Quolok persönlich kann den Verfall vollständig aufhalten. Das Gestrüpp zum Beispiel, davon hatten wir früher nicht so viel. Und die Mücken oder die Schaumschnecken, oh, wie ich sie hasse. Also eigentlich hat sich doch ziemlich viel verändert. Selbst hier. Wie du feststellen wirst, ist das Wasser in Quolokstal um einiges frischer als anderswo. Und zwar, weil Quolok weiß, wie man sich um die Quellen und Pflanzen kümmern muss, um den Verfall in Schach zu halten. Und wie man die Moki zur Hilfe antreibt, diese flauschige Volk zu begeistern, das ist mal eine Leistung. Ich frage mich, ob sie etwas von Kartografie verstehen. Okay. Alles klar, danke. Oh, ich heile mich mal kurz. So. Okay, da ist nix. Ach, du grüne Neune. Yo! Mit dem Zusatzding, dass man in der Luft mehr Schaden, also für die Luftgegner mehr Schaden macht, ist das schon krass. Da ist das schon. Okay, was war hier hinten? War hier hinten vielleicht dieses Ding? Nein, schade. Ah, Mist. Okay, dann ist das schon mal ausgeschlossen. Dann müssen wir auf jeden Fall weiter hoch. Hier lang. Moment, irgendwo war doch so ein Punkt. Ah, hier war der Punkt. Da müssen wir sowieso nochmal hin. Wo ich gesagt habe, da habe ich was verpasst und ich mir nicht sicher war, wie das passieren. Wait, wo sind wir denn jetzt unterwegs? Hier war ich noch gar nicht. Hier ist auch irgendwas. So, weg mit dir. Du stresst mich. Okay, komme ich da schon durch, ist die Frage. Ich hoffe doch ja. Sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Okay, was ist hier oben? Ist das das eigentliche Startding? Ist das andere gar nicht das, was wir... Ist das, was ich damals gefunden habe, gar nicht das Richtige? Das ist das Startding. Okay. Dann habe ich nichts gesagt. Geisterprüfung. Let's go. Nee, ich überspringe mal nicht. Ich will mir das mal angucken. Aber an sich wissen wir den Weg. Es ist jetzt so ein Wettrennen oder sowas. Ja, das muss so eine Art Wettrennen sein. Yo! Alter, was zur Hölle? Oh mein Gott, das ist das Main Theme. In besser. Oh scheiße, falsche Richtung. In besser, Quatsch, aber halt in der Version. Ja, das war's dann auch an der Stelle.
Okay, erneut versuchen. Ich hatte jetzt Bedenken, dass ich jetzt komplett wieder hochlaufen muss. Aber ich darf erneut versuchen. Sehr schön. Let's go. Ich bin jetzt schon vor dir, mein Freund. Oha. Okay, ich sollte den Dings ausmachen, dass ich an Wänden hängen bleibe. Das ist nämlich gerade nicht... Aua. Das ist gerade nicht förderlich. Na, warte mal, ich mach das mal eben kurz. Geht nicht. Oh nee, ich kann das währenddessen nicht machen. Okay, Prüfung beenden. So. Das Klebeding ist ungünstig gerade. So. Okay. Neuer Versuch. Weil dann rutsche ich nämlich nur runter und bleib nicht hängen. Das ist viel besser. Das ist so viel besser. Yo, gebt euch mein Tempo. Scheiße. Nee, alles gut, alles... Nein, jetzt komme ich nicht da hoch. Oh Gott. Geschafft. 1000! Das gibt 1000. Geil. Kann man das nochmal machen? Ah, jetzt gibt es bestimmt nicht mehr 1000. Jetzt gibt es wahrscheinlich gar nichts mehr. Oh, was ist jetzt los? Wer sind die anderen Leute? Sind das irgendwelche Online-Leute oder so? Ah, nee, ich falle immer in das Wasser rein. Ich mache immer den gleichen Fehler. Nice. Ohne Schaden. So viel zu ohne Schaden. Ja, das war nicht so gut. Aber wer sind die anderen, die Namen sagen? Ich habe die Namen jetzt aber auch nicht... Ich habe die Namen jetzt auch nicht vernünftig gelesen. Ne? Weil es gab ja auch sowas wie Bestenlisten. Hydro... warte, ich verstehe... Die Namen sagen mir... Imperialis... Was? Sind es Leute von meiner Switch-Freundesliste? Wahrscheinlich. Forza, B. Keine Ahnung. Ich dachte, vielleicht sind es meine Schatten, aber wirkt nicht so. Vor allem, die hätten echt komische Namen für Schatten. Nice. Rüber. Nice. Runter. Nein, falsche Richtung. Ich hasse alles. Moment, aber der ist auch gerade in die falsche Richtung, hä? Ja gut, kann er ja auch gemacht haben. Gewonnen. Aber es gibt nicht nochmal was. Okay, es gibt nicht nochmal was. Puh. Bestenliste. Lol. Will ich wissen, was der Beste hier hat? Schaffen das wieder Leute in 10 Sekunden gefühlt? Kann eigentlich nicht sein, ne? Kann eigentlich nicht sein. Machen wir mal nur Freunde. Wie geht denn das? Ein aus jeder. ZR.
Oh ja, das sind meine Freunde. Es spielen sehr viele von mir, Ori. Aber wer waren die dann gerade? Dann waren es random Leute, die einfach vor mir oder hinter mir. Ah, ja, okay, jetzt ergibt alles Sinn. Aber kann ich jetzt mal den ersten Platz sehen? 12 Sekunden! Nee, das ist auch nicht der erste Platz. Okay, Geist zusehen. Den schauen wir uns an, wie der in 12 Sekunden darunter ist. Bruder. Okay. Alles klar. Gut. Oh, ich sehe da gerade was. Das hätte ich fast komplett übersehen, lol. Ja, aber geil. Also so Competitions mit einbauen und so, das ist cool. Die haben so viel aus dem Spiel gemacht, das ist unfassbar. Okay, jetzt können wir wieder Dings auswählen. Kleben. So. Okay. Ja, geil. Richtig cool. Dann ist das der Anfang von dem Ding da unten. Okay, dann wissen wir jetzt aber schon, dass das andere, was wir irgendwann mal gefunden haben, dass das auch zu so einem Rennen gehört. Okay. Ja, ich glaube fast, wir bewegen uns immer schneller hier in Richtung Wächter. Quolok. Wir kommen, Quolok. Oh, falsche Richtung. Völlig falsche Richtung. Nee, hä, wait. Wie komme ich da wieder hoch? Moment, halt, stopp, halt, stopp, halt, stopp, halt, stopp, halt, stopp. Unter mir. Das habe ich nicht gesehen. Okay, alles gut. Alles gut. Ich war verwirrt. Oh, das kann ich kaputt machen. Das ist... Lol. Das habe ich gar nicht gesehen. Geil. Das habe ich gar nicht gesehen, dass da was war. Das ist auch nicht auf der Karte, ne? Okay. Also es wird nicht alles eingezahlt. Vor allem, das ist einfach in der Wand drin. Das ist einfach in der Wand drin. Oha. Das muss man sehen. Sonst wird vom Spiel vorgemacht, dass da nichts wäre. Oha. Aber ist verständlich. Ist absolut verständlich. So, jetzt müssen wir aber nochmal dahin, wo dieser Knubbel ist. Genau, weil da, den habe ich irgendwie verpasst. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, den zu verpassen, aber scheinbar habe ich es geschafft. Da, der da. Ach so. Hat er mich erledigt? Oha, ich bin schlecht. Ich habe einfach nicht aufgepasst. So. Ich habe ein ungutes Gefühl, aber ich glaube, wir schaffen es. Ja, wir müssten hinkommen. Ja, okay, nee, alles gut, alles gut, alles gut. Passt schon. So, aber mit dem, was wir jetzt haben, ne? Die Energie, die wir jetzt haben. Ach, ich muss wieder schießen jetzt. Ach, scheiße. Damit, ja, also damit können wir jetzt ja viele, viele neue Sachen kaufen. Sehr gut. Das ist wirklich sehr gut.
So, jetzt haben wir aber nichts weiter verpasst hier aktuell, ne? Sieht nicht so aus. Zumindest nichts wie hier diese geheime Wand. Die ist halt einfach geheim, geheim. Oh Scheiße, wo springe ich denn hin? Das war falsch. Nee, es war richtig. Alles gut, das war richtig. Geht ja hier drüben weiter. Und jetzt können wir endlich den lila Schalter drücken. Das war ja unser Hauptproblem bisher. Gut getroffen. Zack. Puh. Oh, wisst ihr, was jetzt kommt? Also außer dem Speicherpunkt. Das könnte ein Bosskampf werden. Das könnte ein Bosskampf werden. Aber es könnte nur. Ich bin mir noch nicht sicher. So, mach dich mal weg, Kollege. Ah, jetzt komme ich aber vielleicht noch da hoch. Moment, 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 Moment. Ah, ich habe dein Gerücht übrigens überprüft. Ich habe gehört, du hättest die Geisterschatten gesehen. Es gibt doch andere solcher Schatten hier und da. Wäre ich schneller, würde ich mit ihnen allen um die Wette laufen. Achso, ist nur nochmal ein finales Gespräch gewesen, okay. Ach nee, hier war ich schon, da war der Schalter. Okay. Never mind. Okay. Ist das jetzt ein Tele... Ja. Jetzt kann ich mich teleportieren. Das heißt, diese Dinger kann man auch nutzen. Ich kann jetzt von hier... Wohin kann ich eigentlich? Kann ich nur zu dem anderen, der hier war? Ah ja. Okay. Will ich da jetzt hin? Nein. Eigentlich will ich da ja gar nicht hin. Ne, weil, was habe ich hier unten noch verloren? Da unten habe ich halt... Also da unten habe ich jetzt halt legit gar nichts mehr verloren. Ich wüsste nicht, was ich hier noch will. Na? Nee, ich glaube, hierfür brauchte ich was anderes. Da komme ich noch nicht ran. Nee, 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 da komme ich noch nicht ran. Aber stimmt, da gibt es noch was. Da gibt es noch was zu holen. Aber jetzt erstmal wieder zurück. Nein, wo ist denn das jetzt? Hier, genau, hier. Ach so, und für den Fall könnten wir jetzt Filter wahrscheinlich machen und sagen, ich will nur Portale. Und dann sieht man, ja, okay, dann sieht man die besser. Gut, kapiert. So, dann gehen wir in den vermeintlichen Bosskampf mal rein. Ich bin gespannt. Es könnte einer sein, ich weiß es nicht. Weil Heilmöglichkeit vorher ist schon ziemlich obvious, dass der Wolf gleich nochmal kommt. Ja, arena-technisch sieht es auch aus. Okay, kein Wolf. Ist der... Oh, aua. Ist der Wolf dann vielleicht der Finalboss? So wie Kuro damals? Oh, war die falsche Taste. Nein, ich will das da.
Okay, am Schild kann ich ihn nicht treffen. Aber da hinten wahrscheinlich, ne? Ja. Jetzt. In your face. Aua. Okay, jetzt weiß ich, wie er funktioniert. Aber ich hoffe, dass wir irgendwann seine Maske abbekommen. Okay. Ja, ist ungünstig, was ich hier gerade mache. Ja, ich komme da nicht raus. Okay. Mann! Wann springt der denn jetzt immer? Okay. Oh, das war gut. Das war guter Damage. Na, das nicht so. Heilen. Okay. Ich hätte fast vergessen, dass ich mich hier heilen kann. Heilen. Schade. Okay, sehr gut. Anfang. Ach, ich Depp, ich kann ja hier... Ich habe meinen Dash vergessen. Ich habe meinen Dash komplett vergessen. Ich habe meinen Dash einfach komplett vergessen. Ich Trottel. Jawollo. Hälfte ist weg. Ins Gesicht. Oh, weg. Weg. Sehr schön. Energie. Ah, Mist. Feuer. 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 Oh, der hält nicht mehr viel aus. Das war's, das war's, das war's. Tschüss! Bruder! Nice. Aufs Horn genommen, okay. Ja, ich habe gesagt Bosskampf. Ich habe zwar nicht mit dem hier gerechnet, aber Bosskampf war's. Und ich komme auch erst zurück, wenn ich die Fähigkeit mit den Lampen hier gelernt habe. Okay, dann kommt jetzt gleich als nächstes. Muss so sein. Ja, ja, da oben geht's auch erst dann weiter. Ja, ja. Die Fähigkeit kommt als nächstes. Sehr gut. Und zwar noch bevor wir zu ihm kommen. Dann ist hier irgendwo ein Bäumchen. Hier ist irgendwo ein Baum. Oder hier weiter runter, keine Ahnung. Und da lernen wir die Fähigkeit kennen. Ich meine, die Fähigkeit kennen wir schon. Na? Aus dem Vorgänger. Also wir wissen, wie sie funktioniert, aber wir nutzen sie halt noch nicht. Also wir können sie halt noch nicht nutzen. So rum.
Nee, komme ich noch nicht ran, scheinbar. Schade. Ja, das ist schon sehr offensichtlich, was da kommt. So, aber ich muss nach der Folge dann aufhören aufzunehmen. Wir sind sowas von, wir sind schon so lange in der Da ist der Baum. Okay, her damit mit der Fähigkeit. Ich hoffe, die lässt sich ganz gut steuern. Das war am Computer war das gar nicht so einfach. Stoßangriff, genau. Okay. Also, L. L. Genau. Und dann kann man nämlich hier so die Richtung auswählen. Und sich dann da entsprechend hochfeuern oder halt auch nicht. Damit geht jetzt wieder eine ganze Menge, was vorher noch nicht ging. Also jetzt wäre es auf jeden Fall dann Zeit, wieder zu backtracken. Aber das machen wir dann erstens im nächsten Part und zweitens in der nächsten Aufnahmesession. Das ist dann auch für mich jetzt eine Fortsetzung. Weil wenn ich es jetzt schaffe, würde ich jetzt noch gerne zu dem Ding schaffen. Also zu dem Story-Typ. Ich komme nicht da hoch. Muss ich mit dem da hoch? Ah, okay, okay. Ja, und mit Gegnerschüssen kann man das halt auch nutzen. Und man kann die Gegnerschüsse vor allem so irgendwie so umlenken. So nämlich. Und dann schießen die, genau, schießen die so Sachen kaputt. Uiuiui, das ist, ah. Nicht die angenehmste Fähigkeit, aber ja. Okay, ich würde eigentlich ganz gerne erst da hochgehen, ehrlich gesagt. Oh, ich glaube, ich komme da... Doch, ich komme da hoch. Ja, doch, 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 doch. Oh, komme ich da nicht hin? Ah, das gibt's doch nicht. Ich hätte gedacht, dass das vielleicht jetzt geht, aber geht gar nicht. Okay. Oh, komme ich hier auch nicht zurück? Wait. Doch, komme ich. Oh. Doch, komme ich. Alles gut, alles gut. Genau, na, deswegen braucht man diese Gegner manchmal, um da hinzukommen, wo man hin will. Oh, shit, ich dachte, ich kann damit was machen. Sehr schön. Okay, mehr ist hier nicht. Ah doch, es lässt sich ganz gut steuern, muss ich sagen. Stiller Wald. Okay, wir kommen gleich zum Wächter. Zumindest das. Ja, wir sind hier. Zumindest das machen wir in dem Part noch. Und dann hören wir auf. Vielleicht macht ihr noch das Wasser sauber. Das wäre ganz schön.
Warlock. Harung. Ein Geist in meinem Sumpfland. Die Moki hatten recht. Ich wollte ihnen glauben, aber es war so lange her. Ich bin Quolok. Ich heiße dich in meinem Sumpfland willkommen, mein Kleines. Die Moki sagen, du suchst deine Freundin, eine Eule. Sie ist weit im Osten runtergefallen. Der stille Wald hat sie in seinen Klauen. Wo es keine Eulen mehr gibt. Einst führte der Wasserweg hinter mir dorthin, doch das Wasser wurde faul und unpassierbar. Jedoch gibt es einen Weg. Im Westen des Brunnenquell verbirgt sich eine große Wassermühle. I see. Solltest du sie wieder zum Laufen bringen, würde das Wasser wieder klar fließen. Ich würde dich begleiten, aber die Moki brauchen mich. Doch ich kann dir etwas geben. Das Fragment des uralten Lichts, das einst diese Wildnis erleuchtete. Möge die Stimme dich durch das gefährliche Land führen. Ich bin die Stimme des Waldes. Es ist lange her, dass ich deinesgleichen sah. Und es ist lange her, dass ich das Moor verlassen habe. Aber ich werde mein Bestes tun. Der Brunnenquell braucht unsere Hilfe. Ja, geh zum Brunnenquell und erinnere das Wasser daran, was es heißt zu fließen. Okay. Nächster Ort ist damit eingezeichnet. Die stillen Zähne. Sheesh. Puh. Okay. Dann würde ich sagen, wir gehen noch zum Speicherpunkt zurück und dann schließen wir den Part hier ab. Das ist gar nicht so weit weg. Theoretisch, wenn ich da hoch irgendwie vielleicht die Verbindung, keine Ahnung. Wir werden sehen. Oder vielleicht von da, man weiß es nicht. Okay, aber an der Stelle sage ich danke fürs Zuschauen. Nein, Quatsch, sage ich nicht. Ich habe gesagt, wir gehen noch. Maximale Kapazität für Leben und Energie hat sich erhöht. Oh, cool. Oh, okay, okay, alles klar. Ja, 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 ist in Ordnung. Ach so, ja, da kann ich noch nicht rein. Das heißt, hier hinten geht es auch noch nicht weiter, ne? Das Wasser hier ist dunkel, wir können nicht angeln, wir können nicht schwimmen. Schauriges Wasser. Trauriges Wasser. Die Mühle regt sich nicht, darum ist das Wasser so still. Ja, okay. Also da hinten geht es garantiert noch nicht richtig weiter. Deswegen, ja, da kann man hier wahrscheinlich dann schwimmen oder so. Deswegen gehen wir da jetzt auch gar nicht längs, sondern begeben uns wieder zurück. Zum Speicherpunkt erstmal. Und dann, genau. Dann machen wir im nächsten Part erstmal ein bisschen Backtracking, weil wir jetzt ja diese Fähigkeit hier haben. Ja, weil wir jetzt ja diese Fähigkeit hier haben. Okay,
die machen jetzt sogar hier was auf. Okay, alles klar. Aber da wollen wir noch nicht hin. Da wollen wir noch nicht hin. Wir wollen jetzt erstmal ganz viel nachholen. Aber wie gesagt, alles im nächsten Part. Und in der nächsten Aufnahme für mich auch. Das heißt, es kann sein, dass nach dem Part es jetzt etwas dauert, je nachdem, wie die Woche läuft, wie viel sich schon an Arbeit auftut und so weiter. Ich bedanke mich an der Stelle erstmal sehr fürs Zuschauen. Jetzt gehen wir mal kurz gucken. Hier kann man dann wahrscheinlich... Da kann man dann einfach zu so einer Prüfung auf die Schnelle mal hin. Das ist so eine Zeitprüfung, okay. Ach, da kann man den Kampf dann auch nochmal wiederholen, okay. Wie? Okay. Das will ich mir jetzt anschauen. Kann ich ihn im Geist zu sehen oder geht es hier nicht? Weil, guck mal, 3 Sekunden der erste Platz. Was ist da denn los? Ich meine, wahrscheinlich, wenn man hochgelevelt ist und so und mehr Fähigkeiten hat und keine Ahnung was, aber okay. Crazy. Egal, wie auch immer. Insgesamt gibt es also 8 solche Geisterprüfungen mit Geschwindigkeit und das wahrscheinlich auch 8 Bosse oder so. Wir werden sehen. Ich bedanke mich jetzt erst nochmal fürs Zuschauen zum letzten Mal und sage Tschüss.